Hey ho Leute und willkommen zu einem ja Blind First Try von Rogue Tower. Und zwar ist heute ja Donnerstag 20:39 Uhr. Also sieht man das da? Heißt, ich habe vorhin wollte ich eigentlich für das Fenster da hinten, also für beide Fenster eigentlich, wollte ich eine Spiegelfolie anbringen. Entschuldigung fürs Schnurfeln, das ist ja bei Schnupfenzeit. Und ich bin dran verzweifelt, habe dann nach mehreren Stunden Versuchen, die waren so schön zugeschnitten, diese Streifen, also diese Fläche war ja komplett zugeschnitten und allen drum und dran. Erst habe ich einen Knick dann reingemacht versehentlich. Also besser, sie hat sich dann selbst gedacht, hey, Knick. Und ja, dann habe ich so gedacht, das kriegst du hin, das kriegst du hin, das kriegst du hin. Dann ist sie an sich selbst festgeklebt und ich dachte mir so, ja. Okay. Single Defense. Das hier ist im Endeffekt, soll es ein Roguelite Tower Defense Game sein. Und also ich habe mir nichts vom Gameplay angeguckt. Ich habe bloß bei was war denn das? Bei YouTube? Nee, bei wie heißt denn die Spiel? Bei Steam, genau. Habe ich halt das bloß gesehen, diesen Teaser. Und da kam halt geile Mucke. Balliste. Steht da irgendwo, was die für eine Reichweite hat? Ah. Holy shit, wenn ich so weit rausgezoomt bin. Das seht ihr auch nicht, oder? Hat sie? Okay, hat sie nicht da. 20 Schaden pro Minute, also 20 Pfeile pro Minute. Keine Double Hit. Zweimal. Sieht mich aus wie Crit. Eis, Feuer. Nee, Blutung. Ach, Eis, Feuer, Feuer, genau. Öl, Blut. Irgendwas von beiden. Gutes Rot, wahrscheinlich Blut und Gift. Und das ist der Angriffsradius. Okay. Ich guck mal, wie weit wir kommen. Hallo? Okay. Das ist die geile Mucke. Was kann ich eigentlich machen hier? Hast du irgendeinen Text? Ich habe auch extra nirgendwo in Optionen oder irgendwas reingeguckt. Ich spiele es ja wirklich blind. Haus, das kann ich anklicken. Every level this house will pay. Adjust this tower, depending at gold equal to its current. Oh! Heißt, wenn ich mehr drum baue, dann generiert das Gold. Nein, nächste Runde. Die Sachen sind alle. Oh, das kostet mehr, umso mehr ich erstelle. Und plus zwei. Plus 1 ist nichts. Ah, okay. Okay, das hat eine höhere Reichweite. Ah, holy shit. Tut mir leid, also. Wow. Schieß den ab! Was haben wir hier? Quality over Quantity.
All towers gain crit chance equal to their level, but loses one base damage. Das heißt, wenn die vorher 10 machen, dann macht er einfach 9. Aber du hast eine Chance. Na gut, ich hätte so eine. Ich hätte eine Chance von equal zum Level. Heißt, ich habe dann 1%, also 1% Chance zu critten? Ballista macht einen zusätzlichen Schaden zu Health. Aber hier steht ja auch Armor und Shield. Das heißt, nur 1 zu Health wird am Anfang vielleicht gut sein. Und später kommt dann welche mit Schilden oder Rüstung. Und dann bin ich am Arsch. Und das ist Siphon Mana from Crystals. Aber wir haben keinen Mana. Ich nehme mal Crit-Chance, Select. Es ist wirklich so. Ich habe 1% Chance zu critten. Kost 9. Das kann man andrücken. LOL! Das kann man upgraden. Ah. Gibst du jetzt mehr Gold? Jo, lol. Und hier unten ist eine Leiste. Was hat die Leiste zu bedeuten? Ich habe die mal auf 3 gemacht. Das heißt, ich müsste jetzt... Warum gibt es jetzt nur 12? Expand. Setzen wir hier noch eine Balliste hin. Ob es noch andere Tower später gibt? Ich bin jetzt in Level 4 von unendlich. Netto Gold giftet. Nächste Runde 12. Okay. Oh, der hat jetzt... Ah, das scheint so eine Erfahrungsleiste zu sein. Und jedes Mal, wenn der dann jemanden anschießt, kriegt er EP. Der ist zum Beispiel auch schon weiter und braucht dann weniger dementsprechend. Das heißt, wenn ich jetzt hier upgrade, ja, bezahle ich nur die 3. Oder 9 oder was auch immer gekostet hat. Das heißt, ich möchte irgendwo so eine Reihe haben, wo ich richtig viel überschauen kann. Also immer so hoch wie möglich bauen. Würde ich jetzt mal meinen. Hier. Expand. Das hier oben zum Beispiel. Ja, ich warte mal noch. Vielleicht kriege ich ja noch neue Karten. Da, die haben... Was ist das Gelbe hier? Ich kann die nicht anklicken. Ich würde sagen, das ist Rüstung. Das ist weiß. Also sie hatten zumindest Schilde und... Ich hab nicht genug. Money, money, money. Okay. Vicky, hast du mir schon Gold gegeben? 54. Aber die Mucke ist geil. Oh, Level Up. Das ist cool. Der hat schon Level Up. Alter. Armor. Das weiße hier ist Armor. Okay. Die kriegen EP, je nachdem, was sie dem Gegner gerade an Schaden zufügen. Und die haben ein Scaling hier mit dem Multiplikator. Das heißt, mit jedem Schuss machen sie anstelle von 12. Das sind 12 mal 5. Uses Mana to electrify nearby enemies. Ich habe kein Mana. Heißt, der Tower ist doof für mich.
Siphon Mana Crystals. I guess. Ah, jetzt habe ich plus 1 pro Sekunde. Das ist okay. Ich guck mal, dass ich hier hinten die Boden hier ein bisschen stärker mache. 3. Amor. Amor. So, jetzt sind sie Level 4. Jetzt muss ich kurz trompeten. Das hier vorne gefällt mir sehr gut. Und was ist das? Iron Wayne. Lest mir gleich durch. Ah gut, die von hier haben auch noch Reichweite bis mit da hinten hin. Und das wird langsam kritisch hier. Mein Mieti ist nicht da. Keine Ahnung, wo es ist. Die haben wirklich bloß 2% Chance zu kritten. Das ist halt. Das ist kacke. Das weiß ich beim nächsten Mal, dass das nicht gehen wird. Also, dass ich das nicht nehme. Nehme ich halt beim nächsten Mal gleich Mana oder sowas. Und vielleicht diesen Tesla-Coil mal probieren. Was machst du? Place a mine next to resource in order to gather. To gather from it. Okay, ist also irgendeine Ressource. Dass mir dann Gold einkommt? Wenig genug Geld. Geben die beim Abschießen eigentlich Gold? Ja, die geben Gold. So, du nimmst den Most Shields. Beast Health. Fastest, genau. Priority. Das heißt, der fokussiert sich immer auf den, der am schnellsten ist. Das ist schon mal gut. Die leveln jetzt auch relativ gut auf. Das ist Level 8. Sag mal 13 Minuten. Oh, also bis jetzt ist eigentlich okay, ne? Sie kommen bis hier hinten hin. Das Ding gibt jetzt, hat uns schon 100 Gold gegeben. Das ist gut. Kann ich noch eins planten? Natürlich nicht. Upgrades. Vielleicht noch eins. Gieß doch bitte. Was ist das hier? Gerade Kopf ist über dem Kopf. Ist das denn das Schild? Das Schild. Goblin Slayer habe ich gerade als. Warte mal, ich weiß gar nicht. Hoppala, das war das Falsche. Ich glaube, das seht ihr gar nicht dann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat irgend. Das ist. Das ist dann wahrscheinlich ein Schild. Oh oh. Lol. Los, feuern! Wenn die das jetzt nicht treffen, gehen da 5 durch. Hört ein! Au, au, au. Das ist natürlich toll. Ein mehr zu Armor oder ein mehr zu Shield? Ja, Armor wahrscheinlich dann, ne? Ich hab nichts an Geld, ne? Das ist halt. Das war's für mich. Definitiv. Da so viele Türme habe ich gar nicht hier. Ich hätte vielleicht nicht so viel Geld in Upgrades stecken sollen.
Das wusste ich ja nicht. Komm schon, mach noch ein paar fertig. Gibt's eigentlich Fire Rate? Nee, Fire Rate kann ich nicht. Ich kann nur Schaden. Oh. Upgrade. Okay, dann setzen wir hier noch einen hin. Theoretisch wäre es hier so in dem Bereich am besten, weil sie da ja so dieses Zickzack laufen. Also hier hinten, das ist halt so ein Chokepoint, wo sie öfters rumlaufen. Genauso wie das hier wäre eigentlich optimal, da oben hinzubauen. Fokussiert euch bitte, 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 fokussiert euch. Ah, jetzt haben die hier irgendein. Entweder ist es ein Buff oder ist es ein Schild. Wenn es ein Schild ist, also so ein magisches Schild, habe ich sowieso jetzt verloren, weil die gehen alle durch. Ich habe 5 Leben, die gehen durch. Ja, ich bin tot. Ah. Level 9, 45 XP, New Single Defense Round, 135 Bonus XP. Also könnt ihr sagen, was ihr wollt. Musik ist geil, oder? So, jetzt gucke ich auch mal dann Tower Masters Guide. Okay. Fortification. Okay. Health, das weiß ich. Das ist Armor. Das habe ich nicht gesehen. Fortification ist eine Verbesserung. Also für sowas wie. Genau, Haste. Das hier oben ist Haste, das sind Buffs. Und Dots, ja gut, das verstehe ich, was Dots sind. Monster Manual. Der Manual. Ah, okay. Lol, what the fuck? Ich habe noch nicht mal das hier. Das nächste, was ich habe, ist, ich habe Goblin, Ork. Armored Goblin, ein Troll und ein Armored Orc. Wow. Upgrades. Oh. Oh, ja. Frostkeep. Flamethrower. Aber Ballista scheint schon irgendwie durchgekauft zu sein, oder? Weil hier kann ich was kaufen. Hier kann ich auch was kaufen. Hier sind schon durchgekauft. Okay, das sehe ich ein. Was haben wir hier? Better Balls. Then one damage to shields. Oh. Permanent ein Damage dazu. Was haben wir jetzt hier noch? Card Draw. Danke, ich wollte. Ich kann daran so. Oh, ich wollte es nicht kaufen, ich wollte es nur lesen können. Oh, das ist wichtig. Wie viel XP habe ich? Wo steht das? 155, okay. Steht hier oben. Dann definitiv, die Gegner geben mehr Geld und wir haben 100 mehr Geld beim Start. Fortified. Increase Towers Hit Points bei plus 1. Mine, Mana Bank, Haunted House. University. Kill him with fire. What? Es gibt welche, die meine Tower anhitten? Also Mercer sieht schon mal geil aus. Tesla-Spule.
Was haben wir hier hüben noch? Poison, Flame und Frost. Schredder. Encampment. Ist das Encampment oder ist das Enchantment? Hier ist Encampment. Lookout. Okay. Also am meisten sagt mir jetzt irgendwie Gift. Gift, na Dots sind eigentlich immer gut bei sowas, ne? Oder der Schredder. Launches Sawblades, Drip. Drit until it's done. Oh. Blade bleeds enemies. Es, ah, der Farb. Okay. Ja, dann lass mal die, schreiben wir doch die Gegner mal, ne? Holy shit, ey. Radar? Ist noch mehr. Holy shit. Also, man kann anscheinend sehr viel Geld, sehr viel Zeit da reinstecken. Und, das Video kommt, wenn ich es hinbekomme, also heute Donnerstag gleich noch und das nächste Video gleich morgen. Sozusagen als Entschuldigung dafür, dass heute der Stream ausgefallen ist und ich habe halt keine World of Tanks Folgen bis jetzt gehabt, weil mir ging es die Woche halt scheiße durch Heuschnupfen und heute dann Mental Breakdown durch Fenster. Also von daher tut mir leid. Ich hoffe, das ändert sich dann nächste Woche ein bisschen. Wenn das natürlich jetzt das Wetter weiterhin so spinnt, dann könnte es sein, dass ich dann auch ein wenig daran zu knabbern habe. Aber das sage ich euch Bescheid. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. Vergesst nicht zu bewerten und lasst auch bitte ein Abo da. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.